Oh, jetzt läuft's flüssig. Ja, okay, Parokla sind auch bei, aber... Ja, nee, aber das ist... definitiv so mein Rechner. Das wäre schön. Aber ich kenne das auch noch mit Lex eigentlich, weil Multiplayer... Sorry, dass ich gerade angreife, aber ich kann nicht anders. Die sind einfach auf mich losgestürmt. Ja, ja, alles gut. Du, das muss beim Multiplayer klar sein. Oder gerade wenn... Ja, Multiplayer klar, weil wir machen eine Pause und da läuft das halt ein bisschen weiter. Außer Tondi macht sofort Pause und Feierabend. Nein, mach jetzt nicht. Nicht, dass das auch jetzt mal wegstirbt oder so, weil ich jetzt gerade auf Pause drücke. Das wollen wir natürlich nicht. Juti, also wegen mir können wir weitermachen. Ja, einen Moment. Ja. Ich hab hier gerade einen Plump mit dir. Sonst x-ten Mal da durchlaufe. Ja. Okay. Dann 3, 2, 1, los. Okay. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio Multiplayer. Zusammen wieder zu viert die Welt erobern und so weiter, ihr wisst schon. Mit dabei sind natürlich wieder der Flinks, der Portis und der Santa. Ja, moin. Genau, wir sind hier gerade lustig, fröhlich dabei, sonst irgendwas zu machen. Ich frage jetzt nicht, wie es euch geht. Ich glaube, das wissen wir alle. Achso, ich wollte eigentlich Chips hier rüberholen, ne? Oh Gott, das leckt jetzt schon wieder so. Ja, ich weiß. Ich stehe mitten in der Fabrik und warte auf Förderbänder. Beziehungsweise ich muss die mal ein bisschen höher stellen, weil sonst kriege ich nicht genügend. Ich glaube, das ist zu viel. Weil ich unsere Steine mal ein bisschen hochhole, damit da genügend Leute, genügend Steine ankommen, damit wir Ziegel machen können, damit andere Leute mit den Ziegeln was Hübsches machen können. Kannst du doch auch machen. Nee, ich sorge ja dafür, dass die Steine kommen. Achso. Ich lasse mich gerade von Logistikrobotern mit roten Förderbändern voll beladen. Na, das doch. Was Chips? Oh. Da haben wir noch eine rote Chips-Produktion. Oh, haben wir Stahl im Netzwerk? Kann man hier mit die Stahltruhe vielleicht irgendwie oben ins Netzwerk verfrachten? Und vielleicht auch gucken, ob der die Rohreports hinreichen? Ich glaube nämlich fast nicht. So. Bin schon reingetan jetzt. Dann werde ich mich wieder in die Wildnis begeben, dann dürfte das auch mit dem ganzen Zeug wieder ein bisschen besser gehen. Wobei eigentlich wird ja immer bei jedem Rechner die komplette Fabrik immer berechnet. Also es wundert mich sowieso, dass mein Rechner das überhaupt rafft. So viel Tausende von Einheiten, die da immer hin und her bewegt werden. Naja gut, ja, je mehr wir von der Karte aufdecken, umso anstrengender wird das Spiel auch, ne? Ja. Wie groß ist bis jetzt unsere Welt? Was von der Größe her? Wenn wir runterladen, wenn wir joinen? Santi, weißt du das gerade? Ist irgendwie bei 8 MB oder so oder 10? Ja, riesig war sie jetzt nicht. Weil bei der einen Modwelt, meinen Freunden, da sind wir schon bei 30. Ja, wow. Wir haben mit der Ditec oder mit der Ditec Map, die ich mit einem Kollegen gespielt habe, sind wir bei 70 MB. Aber boah, eigentlich geht's auch recht schnell. Bei uns geht's immer recht schnell. Ja, weil bei Ditec halt noch viel, viel anderes Zeugs oder neues Zeugs dazu ist. Da gibt's dann natürlich schneller sowas, aber das ist ja mal super umfangreich, das Ding. Ja, wobei ich die neue Ditec-Version echt zum Kotzen finde. Was ist das schon wieder anders? Ich glaube, ich mag es ja auch nicht. Sag mal kurz, ich habe es mir vergessen. Was war da anders? Ja, die neue Ditec-Version hat ja so ein eigenes Forschungssystem bekommen. Ah, ja, stimmt. Und da gibt's dann, kannst du nicht mehr forschen mit Tränken, sondern mit Forschungspunkten, die du halt bekommst für etwaige Aktionen. Also das heißt, wenn dein Charakter selber Dinge abbaut, so wie Holz, Stein oder Eisen,
Dann kriegst du die Punkte, oder wenn dein Charakter was craftet, dann kriegst du die auch. Und da ist das dann jetzt so, dass diese Punkte dann ausgegeben werden für die ganzen Produkte, die du halt hast irgendwann. Also da gibt es dann halt vier Tiers. Einmal für rote, oder einmal was du generell mit roten Tränken machen könntest. Einmal was du mit grünen machen und so weiter. Und wenn du das dann eben halt alles über dieses System machst mit diesen Punkten, musst du halt dementsprechend auch immer viel craften per Hand und schnell eben halt vielleicht auch Dinge abbauen und so, damit du halt in Gang kommst. So, das Problem ist halt nur, dass diese Version von Ditec, die jetzt draußen ist, die herkömmliche Forschungsproduktion nicht abschaltet. Oder beziehungsweise nur zur Hälfte. Du kannst immer noch blaue, grüne und rote Tränke und so herstellen, aber du kannst damit nichts mehr erforschen, weil dieses Forschungsmenü mit T gibt es nicht mehr. Ach Gott, das klingt ja irgendwie kompliziert. Ja, das ist Ja. halt, ne? Und dann ist dann noch eben halt drin so, da kannst du irgendwie, also ich habe mich verklickt, als wir das ausprobiert hatten. Da habe ich dann auf einmal über 600.000 Punkte auf einmal gehabt und ich konnte alles erforschen, was ich wollte, ohne dass ich eben halt großartig gespielt habe. Ja, Hast du okay. voll Bug hier, oder wie? Ja, das musste ich halt nur einmal verklicken und dann bist du, ja, hast du quasi unendlich viele Punkte, mit denen du alles erforschen kannst, was du irgendwie willst. Ja, Hast du schon ihn da verklickt? komisch. Also ich hoffe mal, das fixt er auf alle Fälle noch, weil der ist ja nun auch noch aktiv und macht sein Dings weiter. Ja, ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall kommt, weil Ditec war echt super und auch relativ umfangreich, sage ich mal, in dem Sinne, dass man halt viel, ja, Neues machen konnte, ne? Was halt im Vanilla nicht so drin ist. Ja. Ja, das kann ich mit meinen Bobs, die ich zurzeit mache, auch machen, aber das ist dann wirklich, da muss man sich dann auch dran gewöhnen, dass das dann so funktioniert und man ganz andere Produktionslinien aufbauen muss. Wir brauchen irgendwie, also entweder wir müssen uns hier mit den Zugdingern was einfallen lassen. Darf ich Oder? das hier ein bisschen umbauen oder? Nö. Ne? Weil, oder Ja, woran? mach doch. Dann brauchen wir halt schnelle Fließbänder. Aber das Problem ist, dass wir hier unten ganz viel Kupfer haben und da kommt nichts nach oben. Weil die alle nicht auspacken können. Das ist Äh, blöd. das Problem ist ja nicht das Kupfererz. Das ist ja bei den Kupferminen komplett voll. Ja, wir haben da ja auch schon aufgefüllt. Es ist alles, das Problem ist, dass es nicht so schnell verarbeitet wird. Genau, also da müsste eine neue Kupferfabrik Ja, hin. es Und ist ja dann schon eine halbe da. Andere habe ich jetzt gerade Dings gemacht. geht das auch mit dem Ausladen wieder, weil der kann ja bloß nicht ausladen, weil die Kisten voll sind. Ja, richtig. Und Ja. einen besseren Container bzw. Anhänger gibt es ja auch nicht. Wobei der ist geplant, Genau, das ist geplant, habe ich vorhin auch habe ich gelesen. in den aktuellen Ja. Friday Effects gelesen. Aha. Ja, wollen einen größeren Container machen. Das klingt doch mal halbwegs sinnvoll. Und sie wollen auch endlich Flüssigkeitstanker machen. das ist cool. Weil das finde ich echt, also das, wie gesagt, ich mag das mit diesen Ölverschiffen mag ich gar nicht. Also es sei denn, deswegen nehme ich da ja immer diese Mod, weil das finde ich echt albern mit diesen Fässern. Funktioniert Oh nee, irgendwie nicht so. ich find die Fässer schon schön. Also so ist das nicht. Ja. Ich habe sie Bett, noch nie richtig ausführlich benutzt, muss ich sagen. machst du immer mit Ja, doch. Robotern eigentlich? Nee, also die Fässer, die habe ich schon probiert, die sind nicht schlecht. Muss man halt sich ein kleines bisschen dran gewöhnen, aber ansonsten. Mein Modpack, was ich gespielt habe, gab es auch im Mining Robots, war von Witzig. Oh, die waren gefährlich nah dran. Wo? Ja, sind tot. Na Ich habe jetzt nicht dann. geguckt, wo Porti sich gerade rumtreibt. Nee, Porti Was? nicht. Ich bin da. Ach so. Entschuldigung. Oh, wir haben oben eine. Da müssen wir ganz schnell hin. Die Oh. schnüffeln gleich. Ah, doch, läuft.
Ich sehe gleich mehr Kohle an. Also ich habe jetzt, gehst du hin oder was? Oder nicht? Eigentlich nicht. Ach du. Weil ich bin ja, noch nicht weil ich bin noch unten am Aufräumen, weil da unten ist nämlich auch rechts ganz schön viel dazugekommen. Vielleicht können wir uns schon reden eigentlich. So, und ich habe jetzt eine viel zu teure Anlieferung von Steinen gebaut. Aber jetzt kommen erstmal genügend Steine an, also da dürfte jetzt nichts mehr. So schnell anbrennen. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist doch immer so. Ja, macht er dann natürlich halt immer auf die Hälfte, aber das sieht natürlich scheiße aus. Huch, was war das denn? Das war einer unserer Hunde, der Frauchen kommt nach Hause. Oh. Das klang richtig geil. Oh. Bruno ist gut. Da freut sich aber jemand. Ja, immer. Jedes Mal. Ich will nicht meckern, aber kann vielleicht, oder soll ich das machen, irgendwie so eine Fließbandproduktion aufbauen? Wie eine Fließbandproduktion? Für Blau oder was? Ja. Ja, weiß ich nicht, wenn Porti das machen will, ich meine, dann gehe ich oben killen oder so. Keine ich wollte gerade oben gehen. Ja gut, dann... Also, ja, dann geht es ja nicht, dass sie jetzt sofort gemacht werden muss, um Himmels Willen. Aber... Nee, also ich hab ja jetzt die Steine erstmal ordentlich hergeholt. Das heißt also, ich könnte mich jetzt auch mal um die blauen Kiesbänder kümmern. Weil das hier unten mit dem... Das reicht nicht, weil die können einfach nicht schnell genug abtransportieren durch das Fließband. So, dann muss ich erstmal gucken, wo die roten Fließbänder hergestellt werden und dann werde ich da mal eine blaue hinbauen. Die sind oben, wie gesagt, bei den Vorbereitungen. Ja, so ungefähr weiß ich, wo die rumhängen. Das ist also nicht das Problem. So, jetzt werden wir das erstmal wieder runterschrauben. Nee, wie gesagt, ich habe jetzt die Steine nach oben gebracht und habe jetzt erstmal nichts zu tun, also kann ich mich um die blauen Fließbänder kümmern. Hey, Schmus. Na? Ja. Doch, doch. Ja, doch. Gut, ich warte einfach auf die blauen Fließbänder, ich brauche dann relativ viel Zeit. Bist jetzt auf YouTube. Um das hier unten mal, sonst ist genug jetzt nicht, oder? Ich muss ja die komplette Station umbauen. Ich bin aber, glaube ich, ein bisschen zu weit oben. Ich bin auch so ein YouTube-Star. Wusstest du das noch nicht? Was? Bist du das? So. Problem ist, die laufen doch alle nicht. Stehen da so viele Öfen und die laufen alle nicht. Warum nicht? Weil was? Halt nicht genug Kupfer durchkommt. Kupfererz? Mhm. Das wundert mich jetzt. Naja. Also wir hatten doch genug eigentlich. Ja, das Problem ist, dass wir unten diese lange, lange Reihe haben und die kommen einfach nicht zum Ausladen. Ach so. Das heißt, wir müssen das entweder beschleunigen oder aufsplitten. Ja, dann kannst du das, ja, können wir aufsplitten von mir aus. Also wir hatten ja nur die eine Linie gemacht, weil wir es provisorisch erstmal angeschlossen hatten, weil wir so gar keinen Kupfer mehr reinbekamen. Ja. Also großartig Gedanken gemacht haben wir uns da noch nicht, wie das da am besten ausgeladen wird. Die Extreme Fast Inserter vom Mod. Echt zu blöd. Also die Fast Sets sind die schnellsten, oder? Normal. Ja, es gibt auch keine anderen hier. Also im Vanilla gibt es keine schnelleren. Boah, das kann ich so nicht sehen. 1, 2, 3, 4. Boah, Alter. Ich bin mich so an Mods gewöhnt. Für mich ist fast Mods schon Vanilla. Ja. Generell ist das, also ich finde Vanilla nicht schlecht, aber es ist, also wenn man es einmal geschafft hat, einfach viel zu einfach. Also ich meine, klar, die Mods werden auch, ich meine, okay. Bob hat ja auch seine God-Module und sowas, aber das ist ja. Das ist was anderes. Na, was heißt was anderes? Generell sind da die Gegner aber auch was anderes. Also da ist ja.
Da hast du halt zu Anfang mehr Probleme, weißt du, wenn du da Also. von 50.000 Bytern einmal überrannt wirst, weil, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Welt, der ich gerade Singleplayer gespielt habe, da ist schon nicht mehr schön. Wie da wirklich, war nicht mal ein riesen Byte. Also, ich hatte schon innerhalb von 2 Stunden 3000 Byte gekillt. Und Boah. das war nicht mehr lustig eigentlich. Ich habe mich eigentlich die ersten 10 Stunden nur auf Verteilen gekonzentriert. Weil anders ging es gar nicht. Ja, und Kommen so viele. das Gleiche hat nämlich Gero auch gerade. Also da ist er nämlich auch so. Genau, ja, ich spiele ja auch das Shadow Moth Proxima. Ja. Aber ihr müsst unbedingt die Türme von, wie heißt das, Yoki machen. Die sind sehr gut. Ich, relativ und ja, den habe ich ein paar gemacht. Das ist eigentlich ein Flak 4er Ach du Turm. Schande! Button. M. Oh, verdammte Axt. Oh, wow, ist das riesig. Ich dachte so, ach ja, eine kleine Basis. Ja, wo bist du denn? Ach, da Unten. unten. Das ist aber schön. Drei auch noch. Ja, das sieht gut aus. Kann mal einer bitte kurz gucken, was bei der Forschung los ist? Irgendwie läuft die nicht. Ja, ich gehe mal. Naja, ich schleiche. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist heute extrem. Haben wir Zahnräder schon im Netzwerk? Glaube nicht. Forschung Nein. läuft nicht wegen Blau. Ah, okay. Blau fehlt. Blau fehlt und da fehlen bestimmt schlicht und ergreifend einfach rote. Ah, und roten fehlt Plastik. Ich wollte nämlich gerade mehr Kohle anschließen, aber da muss ich die Basis oben killen gehen. Ich habe unten Achso. schon Dann musste ich, alter Schwede, ey, ohne Witz, Da musste ich. als ob. Da musste ich. Da unten hat schon angefangen das Laufband, da musst du eigentlich nur weiterziehen. Oh, nicht mich angreifen. Lasst mich in Ruhe. Unten rechts. Hä? Was? Hier ist doch alles. Die sind einfach immer noch zu langsam. Ja? Was? Haben die jetzt plötzlich genug Kohle? Ach so, nein, nicht die Kohle. Hier unten ist genug da. Gehen bei den zweiten, bei der zweiten Reihe nicht so, aber die ist nicht für die Forschung relevant. Vielleicht müssen wir das hier einfach mal ein bisschen abknapseln. Aber rote Chips sind schon im Logistiksystem, Ja, oder? ich weiß, was das Problem ja, ich ist. schon. Was ist das Das wird. Problem? Das Problem ist, dass hier noch eine Anbieterkiste war, die genau von dem Zweig abgezogen hat, der für die Forschung ist. Ach so. Und dann kommt natürlich oben nichts mehr durch. Gerade weil wir halt einfach auch nicht so viele Chips einfach haben. Ich Ich habe die mal weggenommen. weiß sowieso nicht, wer diese Anbieter-Chips-Dinger da hingesetzt hat, Alter. Ich habe nur die am Ende gemacht, der ganzen Line. Hab bestimmt auch irgendwann mal irgendwo welche gesetzt, aber frag mich jetzt nicht mal welche wo. Ah, oh, verdammt, den haben sie zerstört. Na gut. Base Open müsste eigentlich weg jetzt. So, naja, ich gucke mal. Kupfer staut sich jetzt so halbwegs. Kluck, 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 kluck. Oh Gott, das dauert. Oh. Oh, was? Ich habe gerade gefühlte 10 Sekunden für einen Baum gebraucht. Oha. Du hast vielleicht keine Hacke mehr. Muss ich dich enttäuschen? Das wäre jetzt so schön die einfache Lösung gewesen. glaube ich.
Wow, ja, ist extrem. Ja. Ich hab eigentlich sogar Laufbeine drin, aber ich bin trotzdem so langsam. Du hast schon Laufbeine? Verdammte Ja. Axt. Herzlichen Glückwunsch! Da laufe. Wo werden denn jetzt unsere Rohre hergestellt? Auch Muss mal oben kurz dort. rausscrollen. Ja, ungefähr weiß ich das noch. Oben dort? Ah ja, da, genau. Ich stehe direkt daneben. Kommt vor. Das sieht man manchmal aber auch nicht. Ach, die sind sogar in der Kiste mit drin. Das Ja, na hätte ich ja klar. in der Anbieterkiste. Super. Oh ja, also mir geht es hier gerade wieder gar nicht mehr. Ja, ich weiß, ich bin in der Fabrik. Ich habe gerade wieder runtergescrollt. Geht's ein bisschen besser? Oh. Ja. Bisschen. Ja, naja, vielleicht. Ich glaube, das hier werde ich auch noch mal ein bisschen umstricken müssen. Ich komme jetzt Merkel. hier mit meiner nächsten Kupferlinie nicht mehr durch. Ich habe keinen Platz mehr. Jo. Merke, einen Baum kann ich nicht reparieren. Was ist hier nur los, ey? Man sollte denen echt kein Land überlassen. Ja gut, Aber wir nicht sind ja die meins. Eindringlinge, ne? Nein. Ja, wir sind die Aliens. Kennt ihr das Spiel Fortress Craft Evolved? Vom Namen her nie Nee, gesehen mir oder sagt's gar gespielt. Das nichts. ist ein Factorio eigentlich, einfach in Minecraft gemixt. Also Factorio in 3D. Ach so. Ah, okay. Minecraft habe ich auch nie gespielt, muss ich sagen. Na doch, ich schon. Aber lange nicht mehr. Also. So, wie sieht's denn eigentlich? Wir hatten jetzt alle schon Rüstung. Ich hab. Ich auch. Ich nicht. Ich bin noch nackelig. Also nicht nackelig, aber. Was? Nach gefühlten 10 Minuten bin ich wieder zu Hause. Yeah. Auch mal ein paar. Oh Gott, auch oh, haben wir viele Alien-Artefakte, das ist ja unglaublich. Ja, darum brauchen wir uns keine Haben Sorgen wir machen. Eisenplatten gar nicht im Logistiksystem? Nein, Doch, Eisen, nee, doch, Eisen doch, nicht. doch, doch, Ich hab Eisen ist gemacht. unten drin. Ja, ich hab gemacht. Warum kriege ich keine geliefert? Komm, sie Dann sind nicht, langsam. bist nicht im Schau. Grid. Nein, Doch. sie sind langsam. Sie sind einfach langsam. Sie kommen jetzt gerade an. Aber irgendwo hatte ich hier noch Rohre. Ah ja, da kommen sie. So weit reingescrollt, dass du nicht mal gesehen hast. Oder wie? So weit reingescrollt, dass du sie nicht mal mehr gesehen Nee, hast. nee, ich bin auf Minimum Stufe. Fordert denn irgendeiner von euch irgendwelche Module an, weil hier gar keine drin sind? Nein. Nein. Übrigens fällt mir gerade auf, dass Petroleumgas knapp ist, da kein Plastik mehr geschürt wird. Ist es knapp oder ist es überproduziert? Hat gar keinen Sinn mehr. Kein Plastik da, das ist natürlich schlecht. Nein, Bauen ich wir meine Kit. Petroleumgas, weil wenn Ach so. normalerweise ist es ja Kein immer Öl. so, wenn irgendwas zu Obwohl. viel oder voll da ist, dann wird auch alles andere nicht mehr hergestellt. Ja. Was zur Hölle ist da? Die Logistikkisten, bauen wir die schon irgendwo an? Oder machen wir die noch alle per Logistikkisten ist nicht, nein. Gut. Was? Wer von euch hat eigentlich das Öl angeschlossen? Weil ich sehe gerade, dass Keine Teil der Ahnung, wer das gemacht Fabriken hat. gar Irgendjemand nicht mehr wollte sich mal ums angeschlossen Öl ist. kümmern. Ein Teil der Fabriken, also wirklich, es sind hier fünf Raffinerien, eine ist angeschlossen. Tony hatte letztens noch eine Raffinerie dazugepackt. Ja. Und umgestellt auf die erweiterte Ölraffinerie, oder? Nee, das war schon. Achso.
So, jetzt sind alle wieder an. Jetzt soll es eigentlich gleich wieder. Na, dann kann auch kein Öl kommen, ne? Ja, sorry. Ja, wenn eine läuft. Hat Tony alles kaputt gemacht? Ja. Ach, wo wird das Plastik hergestellt? Ich brauche ein paar Plastikdinger. Ja, da. Das ist gerade am Anlaufen, wie der ist. Und die, was klaust du da? Das blaue Chips. Ich hab hier mal die Modulproduktion angeworfen, die war... Ja, ich hab sie passiert, weil ich da eine normale Kiste gemacht habe. Genau. Das war eben, damit wir die Rüstung machen können. Also zumindest das paar von uns mal. Ich meine, das wird jetzt zwar trotzdem noch eine Weile dauern, bis der hier loslegt, aber ich hätte ganz gerne so ein paar Module. Und dann würde ich mir gerne mal eine Rüstung bauen. Kann ich ihn sonst noch schon bauen? Gar nichts. Wir haben auch keinen Stahl mehr. Was? Ja, Stahl wird irgendwer nicht wirklich. Okay, nein. Ich. Irgendwer guck mal, es gemeint, ist ja gleich wieder Zeit für ein Folgenpäuschen. Ja, lass mich bitte noch kurz wieder nach oben zu den blauen Bändern gehen, damit ich zumindest das so einrichten kann, dass die dann angefangen werden zu arbeiten. Was ist denn mit dem Stahl? Wieso kommen da so wenig? Ja, das Problem ist gerade, wenn ich P klicke, war vorhin kurz, dass Stahl doppelt so viel gebraucht wird, wie produziert. Aber momentan ist es wieder ein bisschen wenig. Ja, ich wollte eh gleich das auch noch alles nach unten verscheffeln. Wo ist meine Fabrik? Ah, da ist sie. Voll dran vorbeigelaufen, wie üblich. Na, super. Weil das hier unten wollte ich jetzt nämlich einfach mal knallhart abreißen. Sagen hier. Ja, was ist denn das hier? Ach, ein Königreich für einen mobilen Robopon. Nee, das ist falsch. Den habe ich gleich. Okay. Dann kannst du mal das hier oben abreißen kommen, bitte. Okay. So, und die passive Anbieterkiste. Ach, die ist noch am Bauen. So, und wenn jetzt noch keine... Keine was? Ja, nee, ich habe bloß geguckt, ob Zahnräder im Dings drin sind. Abreißmann, ist da was los? Nee, hier unten die Ofenkette. Ach, hier. Okay, ich habe eine passive Anbieterkiste mit blauen Förderbändern im System drin. Ja, super. Sehr schön. So. Das kannst du bis nach hinten alles abreißen und hier den Kunststoff, Festbrennstoff kannst du auch noch abreißen. Bitte. Ich glaube, es geht einfach schneller, wenn du das machst, bis ich hier sitze und mich da durchgeklickt habe. Hast du deinen eigenen Abreißmitarbeiter immer bei dir? Nein, das ist nicht mein eigener. Der gehört mir nicht. Na. Aber er ist so nett. Das ist lieb. Genau. So, wie viel brauchen wir für die hübsche Rüstung? Ich hätte mal ganz einfach ganz dreißig. Ich hoffe mal, die blauen sind im System drin. Ja, sind sie. Dass ich da mir jetzt einfach mal 40 Stück anfordere. 50 brauchst du für die Rüstung an sich. Da stand 40, glaube ich, aber ich nehme auch gerne 50, so ist das nicht. Ah, da steht 40. Stahlträger habe ich. Alien-Artefakte sind auch im System drin oder tun die bloß so? Im System weiß ich gar nicht. Im System weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall Masse. Ja, ja, wir haben genügend. Die habe ich auch schon mal gesehen. So ist das nicht. Habe ich ihn jetzt hier fabriziert, den Bockmist?
Vielleicht. So, komm mal, wie sieht es denn jetzt aus mit der Pause, oder? Gleich. Ich liebe Factorio, gleich wie dieses immer gleich. Halt. Das ist so schön. Es geht uns ja allen so, wir kennen das ja auch. Ich versuche ja nur so ein bisschen ein Auglein drauf zu halten. Okay, ich habe mein Logistikding jetzt eingestellt. Von mir aus können wir eine Pause machen. Okay, dann ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Factorio wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.